Es ist nur noch ein Schritt, dafür aber ein ganz großer für den BFC Dynamo oder für die VSG Altklinike im Halbfinale des AOK-Landespokals Berlin. Beide Mannschaften sind in der vergangenen Saison in eben jener Runde gescheitert. Heute ebnet sich eine Mannschaft, so viel steht fest, den Weg in das große Finale. Es ist das Duell beider Überraschungen der Regionalliga Nordost im positiven Sinne. Auf der einen Seite die VSG Altklinike mit Co-Trainer Thorsten Matuschka auf Rang 2, der BFC Dynamo auf der anderen Seite auf Rang 6 ins Ziel gelaufen. Die Erwartungen wurden beidseitig um ein Vielfaches übertroffen. Rein ins Spiel die VSG Altklinike vor leeren Rängen aus bekannten Gründen von rechts nach links. Und sie starten so. Das ist die zweite Spielminute. Und das ist Tolgay Cigerci mit der 1:0 Führung für die VSG. Manske stiftet Verwirrung. Cigerci setzt sich gegen Schulz und Rea, durch die dann nicht gut aussehen. Kevin Sommer im Kasten, ist da kein Vorwurf zu machen. Für den zehnmaligen Pokalsieger ein Schock mit Folgen. Nur 7 Minuten später, das ist Manske, Cigerci mit der Hacke und dann Linus Meyer umkurvt Kevin Sommer und rein ins Glück. 2:0 für die VSG Altklinike. Linus Meyer, der will wieder in den DFB-Pokal, hat 2018 mit Ex-Verein Rödinghausen gegen die Bayern getroffen. Wahrscheinlich der größte Moment seiner Karriere. Hier lädt er ein zum Tanz gegen Kevin Sommer und schiebt ihn dann in die Maschen. Und das BFC Unheil nimmt weiter seinen Lauf. Das ist René Pütz und das ist ein überragender Treffer. 3:0 bei der VSG geht's heute alles. René Pütz, Ablage und rein ins Glück. Philipp Schulz fälscht den Ball noch ab, dementsprechend wird dieses Tor offiziell als Eigentreffer gewertet. Durchatmen, sortieren, das Motto beim BFC Dynamo und Trainer Christian Benbenek bis hierhin. Ein Spiel wie ein einziger Unfall. Dann gab es aber Chancen, unter anderem Joey Breitfeld nach guter Vorarbeit von Siebeck mit der zarten Chance, den BFC wieder ins Spiel zu bringen, wie auch kurz darauf. Hier fehlen einmal mehr wenige Zentimeter. Der BFC arbeitet sich langsam rein, aber dann die 45. Minute und dieser Fehler von Philipp Schulz. Der Ball landet bei Johannes Manske und der sorgt für das 0:4. Game, Sets and Match in Minute 45. Allerspätestens jetzt ist das zarte Pflänzchen des BFC Dynamo und die damit verbundene Hoffnung wieder verwelkt. Rein in den zweiten Durchgang, der ist schnell erzählt. Der BFC Dynamo weiterhin engagiert, das kann man ihnen nicht absprechen. Polasch mit der Möglichkeit per Kopf, die VSG Altklinike dann einfach mit dem Stück mehr Effizienz, wie hier von Christian Skoda, der einnetzt in der 64. Minute zum 5:0 nach Vorarbeit von Tolgay Cigerci. Fußballerisch war das insgesamt durchaus ansehnlich im zweiten Durchgang, aber die Spannung war halt schlicht und ergreifend draus. Gute Chancen auf beiden Seiten, wie beispielsweise dieser Distanzschuss von Tolgay Cigerci, Kevin Sommer, der sich in dieser Situation auch mal auszeichnen kann. In der 89. Minute gibt es dann nochmal einen kleinen ergebniskosmetischen Eingriff vom BFC Dynamo, namentlich von Andreas Pollasch durch den Kopfballtreffer zum 1:5. Sollte die VSG Altklinike nicht weiter beeinträchtigen, denn sie stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Finale des Berliner Landespokals. Der BFC hingegen scheitert zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale. Das ist ja beim Pokalspiel relativ einfach. Wenn man eine Runde weitergekommen ist oder so wie wir jetzt sogar das Halbfinale gewinnen konnten, dann ist man natürlich zufrieden, weil es im Pokal geht es wirklich in diesen K.O.-Spielen nur um eins, dass man gewinnt. Und das haben wir getan, deshalb ist das absolut okay. Im großen Finale wartet nun der amtierende Pokalsieger Viktoria Berlin.